Hallo liebe Freunde und Servus ihr Euden und willkommen zur Chaos-Mission bei Dishonored. Chaos, ja, Chaos, richtig, denn es ist chaotisch, wir hatten den Chaos-Faktor hoch. Deswegen geht's jetzt übel zur Sache. Sam hat uns direkt am Eingang verraten, möchte ich es jetzt mal nennen. Also er ist mit unserem Vorgehen bisher nicht einverstanden, weil wir sie blutrünstig gespült haben. Hat auch recht. Chaotisch aber auch, weil wir gar keine Elixiere mehr haben und uns nicht heilen können. Wir müssen echt schauen, wie wir jetzt dann in diesen Leuchtturm reinkommen, um Emily zu befreien. Was ich vergessen habe in der letzten Folge zu sagen, war, dass doch der Pendleton irgendwas davon erwähnt hat, wir hätten noch eine Affäre mit der Kaiserin gehabt. Und da hatte ich die Vermutung, ob nicht die Emily zufällig unsere Tochter sein könnte. Das wäre doch möglich. Es ist wahrscheinlich sogar so, oder? Ich weiß nicht, ob das abgedroschen ist, aber es könnte wirklich gut sein, dass die unsere Tochter ist. Und ich muss jetzt mal gucken, boah, was ist denn schlau für uns? Was ist denn jetzt der richtige Weg? Wir, also schleichen, die wissen eigentlich eh, dass wir da sind. Da einfach eine Granate reinknallen und hoffen, dass wir irgendwie vorbeikommen. Hier gab es eigentlich irgendwo einen Kasten zum Sabotieren, aber den habe ich nicht gesehen. Der ist hier irgendwo zwischen den Mauern. Ich war hier oben schon mal, bin auf der anderen Seite durchgefallen. Da wurde mir der Kasten dann auch irgendwo in der Wand dran angezeigt. Ich habe das irgendwie nicht so richtig kapiert. Da will ich jetzt nicht nochmal hin, weil ich es nicht unbedingt nochmal riskieren möchte. Das gibt's aber nicht. Wo ist denn der? Der müsste doch genau hier sein. Ja, genau hinter der Wand. Da kommen wir nicht ran. Da kommen wir einfach nicht ran. Und ich möchte da nicht nochmal rüberspringen, sonst habe ich eventuell wieder ein Problem, so wie in der letzten Folge. Und da ist ja so ein Blitzding ist auch noch. Was ich natürlich auch noch sagen muss, ich hatte ja eigentlich vor, bei dem ersten Lord-Regenten gab es doch den zweiten Weg, die Sache zu lösen. Nämlich, was hat denn die? Ja gut, kann ich da nicht hin? Doch. Ducken, 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 Mann. So, wenn ich das jetzt sabotiere, dann blitzt sie da oben ein bisschen. Was wollte ich sagen? Hier, Lord Regent. Da gab es ja diese Möglichkeit, ihn politisch zu verraten mit den Aufzeichnungen. Das wollte ich mir nochmal angucken. Aber da bin ich auch davon ausgegangen, dass es so die letzte Szene im Spiel ist. Jetzt sind wir ein bisschen, geht noch ein bisschen weiter jetzt noch, ne? Was ihr das nicht gemerkt haben solltet. Und das scheint mir vielleicht doch nicht unbedingt so an. Ne? Ich dachte, das wäre so die letzte Szene. Alternatives Ende. Ist es ja aber nicht. So, den hat es ein bisschen geblitzt. Oder beide. Ja, komm her. Schauen wir uns das Ganze mal an. Krass. Derbe, ganz schön derbe. Aufzug in 30 Metern. Meine ich alle jetzt mal anlocken, dann wieder herlaufen und blitzdingsen lassen. Na, das ist schon der Aufzug. Kommen wir da rein? Ich will da rein. Leuchtturmaufzugsschlüssel erforderlich. Hat den vielleicht da irgendwo einer liegen lassen? Eine Leiche? Da liegt nichts. Na gut, also haben wir jetzt denjenigen, der den Schlüssel hat, entweder noch nicht gefunden oder übersehen, beziehungsweise sind wir an dem schon vorbeigelaufen. Dann machen wir es zu Fuß. Oder können wir da einbrechen in den Aufzug? Von oben rein? Ja. Können wir. Sehr schön. Betritt den Leuchtturmaufzug. Haben wir geschafft. Ach Gott. Können wir von innen auch nicht aufmachen? Okay. Ah, zu Burrows Leuchtturm gehen. Ah, da bin ich jetzt gespannt, was uns da erwartet, Freunde. Der Leuchtturm. Das ist der Text. Oder? Ah, lese ich jetzt gerade nochmal, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Die Anführer der Verschwörung der Kaisertreuen haben sich in einem monumentalen Leuchtturm verschanzt. Doch, den kennen wir. Den kennen wir. Junge,
Zwischensequenz. Ich kann die Kamera auch nicht richtig drehen. Alles klar. Ups. Dass die immer so schwer sterben. Ja. Vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Kann ich mal so eine lustige Mine platzieren? Weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Naja, da ist gerade ein Kollege von ihm gestorben, Mann. Liegt vor deinen Augen. Dass ihn das nicht irgendwie ein bisschen beunruhigt hat. So, wenn chaotisch, dann richtig. Wie weit fällt der wohl so grafikmäßig? Einfach so bis zum Ende. So. Aus der Map raus und so. Bäh, fuck. Scheiße. Noch gar nicht gesehen, dass das so. Da, ja, den zerteilt ja echt richtig mies. Tut mir leid, Freunde. Tut mir echt leid. Noch 44 Meter. Auch hier natürlich mit Nachtsicht, um zu sehen, ob es nicht zufällig irgendwo noch versteckte Elixiere gibt. Und Feinde natürlich, aber Feinde. Hm. Was interessieren uns schon die Feinde? Au, ein Elixier, sehr schön. Halt! Authorized Personnel only! Ist das? Ne, das ist noch der alte Lord Regent. Das schon vom Havelock gibt es jetzt auch schon. Burrows Leuchtturm. Betritt den Leuchtturm. Rette Emily. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus hier. Oh. Echt schick. Echt schick, muss man den schon lassen. Hübsch. Sehr hübsch. Gefällt mir. Da war doch eigentlich. Ach, hier ist es. Noch ein Gesundheitselixier. Herrlich. Oh, die große Tafel. Wow, also das ist schon echt hübsch. Das ist richtig hübsch, Freunde. Oh, noch ein Elixier. Mana Elixier haben wir. Ah, mal kurz schon die Klinge abwaschen. Ah, ich glaube, das Blut kriege ich so leicht nicht mehr ab. Vor allem die Schuld nicht, die auch mit dran klebt. Vor allem nicht die Schuld. Wir sind so dermaßen schuldig. Auch ein schönes Teil. Der Leuchtturm. Auszug aus seiner neugeschichtlichen Arbeit über die Insel King Sparrow. Das lesen wir uns mal kurz durch. Die Insel King Sparrow befindet sich inmitten des Renhaven und war bis zum letzten Jahrhundert nur für Fischer und gelegentliche religiöse Zeremonien von Bedeutung. Während des Molly-Aufstands wurde eine Festung und ein Anleger errichtet, um die Stadt vor Angriffen vom Meer zu schützen. Während der Krise durch die Seuche, kurz nach dem tragischen Tod von Kaiserin Jessamine Caldwin, ordnete Dunwalls Lord Regent Hiram Burrows den Bau eines modernen Militärpostens und eines Leuchtturms auf der Insel an. Burrows erst vor kurzem fertiggestellter Leuchtturm wird weiterhin als einer der Wunder neuzeitlicher Technik angesehen, voll von Sokolovs Erfindungen und angetrieben mit feinstem Walöl.
natürlich nur feinstes Walöl hier. Grafisch schon auch echt top. Weil ja die irgendwie hier runterläuft von den Scheiben. Sieht schon echt schnieke aus. Was haben wir hier? Was ist das? Die Marine und die Flotte. Auszug aus einem Buch über die Geschichte der Seefahrt. Das scroll ich nur durch. So. Sieht so gefährlich aus. Na dann. Gehen wir mal weiter. Oh. Oh, oh, oh. Sieht irgendwie nicht sehr sympathisch aus. Kaiserin Jessamine Caldwin, Auszug aus einem Buch über die verstorbene Kaiserin. Viele von uns, die unter ihrer Herrschaft gelebt haben, werden bis ans Ende ihres Lebens über die blasse Schönheit mit den stechenden Augen und das schändliche Ende, das ihr eigener durchtriebener Diener und Schutzherr über sie gebracht hat, trauern. Zu Zeiten ihres Vaters traten die Caldwins ins Rampenlicht des Hofes, weil die vorige Dynastie keine Erben hatte. Dem neuen Kaiser folgte eine Zeit des Wohlstands, doch seine Tochter hatte weniger Glück. Während ihres kurzen Lebens verursachten politische Intrigen und kleinere Konflikte Risse im... Ich habe den Satz, glaube ich, jetzt irgendwie nicht so kapiert. Entschuldigung, sorry. Ich spiele wohl schon zu lang, um Gottes Willen. Während ihres kurzen Lebens verursachten politische Intrigen und kleinere Konflikte Risse im Kaiserreich, wodurch die Einheit der Inseln untergraben wurde. Die Seuche war jedoch ein Schrecken, auf den weder Kaiserin Caldwin noch irgendjemand sonst vorbereitet war. Ja, mit der Seuche ist vielleicht auch so eine Sache. Vielleicht ist die Seuche ja auch von irgendjemandem reingebracht worden. Irgendwie so Wissenschaftler. Ein Virus entwickeln und so weiter, ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Das ist auch so die Grundlage bei vielen Zombie-Filmen ist, ne? Dass irgendwelche Affen dann irgendwas übertragen, weil wir Menschen versucht haben, irgendwelche Mittelchen zu entwickeln und das dann irgendwie ein bisschen daneben geht. Wow. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Sehr beeindruckend. Was haben wir hier? All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die am meisten zu verlieren haben. Mhm. Havelocks Tagebuch, 7. Eintrag. Oh, ganz schön lang. Dann scroll ich immer mal durch, das wird sonst zu lange dauern für die Folge. Dritter Eintrag, zweiter Eintrag, erster Eintrag. So. Dann möchte ich nochmal hier kurz gucken, ob da nicht noch irgendwo was ist. Das müsste jetzt schon leuchten, damit der Nachtsicht. Da ist nichts. Achso, da irgendwo eine Rune. Nee. Oh, was haben wir denn da? What? War das nicht eigentlich schon hier? Ah, okay. Eieiei. Oh, da geht's ja nochmal richtig rauf. Was machen die denn da oben? Im Regen stehen da mit der Emily? What?
Sprich jetzt und beweg dich endlich, Kind. Boah, du Pisser. Hey, Flock, hey. Oh Gott. Sind die da jetzt noch alleine? Nur noch die zwei? Waltank. Mal gucken, nicht, dass hier noch was, irgendwo noch was ist. Mann, Alex, hier brauchen wir nicht. Schalter, was macht alles ein Aufzug? Okay. Na, geht er von selbst? Egal, wir können uns teleportieren. Corvo hat viele Menschen getötet, aber er ist schlecht darin, Kaiserin zu retten. Der schlechteste von uns allen, weißt du? Nein! Er liebt mich und er ist mein Freund und ich bin die Kaiserin! Au! Etwas mehr Würde, bitte! Ich denke, wir machen uns jetzt besser auf. Geschichtsbücher, du und ich. What? Sag lebwohl, nein, 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 nein. Welt ist kein Ort für kleine Mädchen. Ach, hier geht's nach oben. Scheiße. Nein, 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 nein. Und mal keine Dummheiten. Sie sind, Corvo, oder ich springe. Corvo, rette mich! Wird er nicht. Oder Corvo? Sie hatten ihre Chance, ein Held zu sein. In einer Minute. Was? What? What? Ja, den habe ich jetzt ganz schön eliminiert. What? Was? Das gilt als beendet? Oh. Ja, dann machen wir es mal fortsetzen. Dann bin ich mal auf das Ende gespannt und dann können wir den letzten automatischen Spielstand kurz vorm... Oh Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Corvo. Aber ich habe mich prächtig unterhalten. Intrigen und Geheimnisse, Metzeleien und Betrügereien, der Todeskampf eines Kaiserreichs. Und du warst ein Rachegeist, der überall Chaos verbreitet hat. Die Stadt geht an sich selbst zugrunde. Lügner, Kaufleute und Edelleute, die sich von ihr ernähren wie die Würmer. Bald wird nichts mehr für die Ratten übrig sein. Aber das macht nichts. Das Kaiserreich lag bereits im Sterben, durch und durch verrottet. Alles, was fehlte, war der richtige Mann, der ihm den letzten Stoß gab. Aber du verschwindest Richtung Horizont an Bord eines auslaufenden Schiffes. Ich frage mich, jagst du etwas nach oder läufst du davon? Ja, liebe Freunde, ich bin überrascht. Ich bin... Scheiße! Dann hat die Emily jetzt gar nicht überlebt. Das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Ich werde jetzt einen Schnitt setzen und schauen, dass wir den letzten Spielstand wieder reinkriegen und dann Emily retten. Oder? Das wäre doch sonst... packen wir jetzt gleich mal hier in die Folge das nächste, das andere Ende auch nochmal rein. Mit der glücklichen Emily. Ist ja ganz schön ärgerlich. Und den Abspann können wir uns danach immer noch angucken, wenn wir wollen. Also, ich mache jetzt den Schnitt und wir sehen uns gleich wieder kurz vor Emilys Rettung. Hoffentlich. So, und da sind wir auch schon. Hier links um die Ecke stehen die zwei, beziehungsweise Havelock und hält Emily fest. Und ich mal gucken, wie ich das mache. Da müssen wir uns mal einen schönen Weg irgendwie ausdenken. Entweder zu ihm hinbeamen und dann gucken, ob wir die greifen können, oder soll ich dem irgendwie Kopfschuss verpassen? Mit der Armbrust? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Chance, ein Held zu sein. In einer Minute.
Yeah! Och, Gott sei Dank. Och, du armes Kleines. Ich hab immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Lang lebe die Kaiserin. Die sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein. Oh, die ganz schön düstere Kaiserin wird das. So, somit hätten wir das andere Ende auch. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt ein anderes Ende wird am Abspann. So, weil es müsste jetzt doch irgendwie, ich meine, Emily lebt. Schauen wir mal. Oder ist es einfach nur das düstere Ende? Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Dishonored. Ja, das ist wesentlich schönere Ende. Schön, ein schönes Spiel, gefällt mir gut. Gefällt mir storymäßig gut. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Da geht es ja um Emily, also es war jetzt auch tatsächlich wichtig, dass die überlebt hat. Ja, ist schon geil, gefällt mir. Es hatte zwischendurch so seine Längen, das Spiel, aber es hat so insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Hat mit euch sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zusammen durchzuspielen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, war auch für mich also mein erstes großes, längeres Let's Play. Also echt schön, sehr schön. Freut mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Sehr lieb von euch. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Lasst den Abspann ein bisschen durchlaufen. Ja? Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt, bis zur letzten Folge durchgehalten habt mit mir. Sehr tapfer von euch, mindestens so tapfer wie Corvo Atano es ist. Danke nochmal. Bis zum nächsten Let's Play, nicht bis zur nächsten Folge von Dishonored. Tschüss. Fire.
Ehre.